Moin Moin, hier ist wieder der Angelus mit Borderlands 2 mitten im Wildleben-Reservoir. Im Zoo, sozusagen. Ah, das sind die Proben, die die Tussi haben möchte. Slag-Proben. Oh, oh, ein blauer Rocket Launcher mit Feuer. Da habe ich doch jetzt letztens erst hier am Ende einen ausgewählt. Dann kann ich den gleich wieder tauschen. 1800 und der ist aber jetzt hier... Hat weniger. Hat aber... Feuer. Nö, nö. Warte. Lass ich noch. Ich behalte ihn erstmal noch und dann, ja. Schau ich mal. Ob ich hier Feuer noch benötige irgendwo. Gut. Stalker-Action. Waffe wechseln hier, da. Okay, ich muss da durch. Oh, ich wollte gerade sagen, gehe ich, bevor sie mich entdecken. Und dann war es schon zu spät. Na, na, bleib stehen. Alter. Ein Springer. Oh, hinter mir kommen Loader auch noch. Sind gelandet. Mann, Mann, so viele rote Punkte auf der Map. Ah, genau, könnt ihr erstmal gegeneinander. Nee, du, du gehst auch da oben hin. Wo ist er hingesprungen? Der Stalker kämpft da gegen die oben. Das ist ganz gut. Aber die Erfahrung, die möchte ich gerne haben. Die möchte ich nicht, dass die Loader mir die klauen. Oh, 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 oh. Moxies Waffe raus und dann gibt's wieder hier um die Fresse. Sauber, läuft. Guckt euch mal diese Pilze an, ey. Neil Patrick Harris, ne? Der würde die alle so wegrauchen. Okay. Oh, nicht so ein Bulldogger. Loder hier. Warum hält er so viel aus eigentlich? So, geht ein bisschen schneller. Es ist Jack echt nicht genug, dass hier so viele Wildtiere unterwegs sind und sowas. Da muss er noch seine Loader schicken. Er muss es einfach tun, ey. Okay, ich muss aber hier rein und noch den da töten. Oder den da. Schieß doch, du siehst ihn doch. Blödes Geschütz. Alter, es landet hier schon wieder so einer. Bin ich ja schon gleich Level 20 hier. Das ist ja auch, eigentlich auch nicht schlecht. Schön auf die Beine schießen, ey. Oh, schon wieder ein Stalker. Habt ihr gesehen, wie der Stalker eben den Loader voll vor sich hergeschubst Schutz hat? Genau der hier. Badass, Alter. Badass. Nein. Alter, ist der groß. Jawohl! Jawohl! Na, Vogel. Oh, der ist abgestürzt. Oh, 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 oh! Alter, eben Badass-Dings. Es kommt da noch so ein super Badass raus. Mein Geschütz ist gleich weg. Und noch mehr gelandet. Und Moxies Waffe ist auch leer. Oh, mein Gott. Werde ich das jemals überleben? Das ist eine Brie.
hier wirklich eine Granate drin zu werfen? Nein! Was hat mich denn jetzt hier hinten erwischt? Verletzung kritisch, ey. Aber ich krieg ihn, glaube ich, nicht mehr. Besonders nicht, wenn meine Kugeln immer sonst wohin fliegen. Komm, 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 komm! Na, na klar. Diese Explosivwaffe, da schießen die Kugeln ja sonst schon so überall hin, wo sie wollen. Und wenn man down geschossen ist, in diesem Eliminator-Modus da, da ist es noch viel, viel schlimmer, ey. Wo bin ich denn hier? Ah ja, hier. Oh, kann man ja machen. Man kann mich ja ruhig an Anfang stellen. Mit mir kann man es ja machen. Oder ob ich nochmal das Korrosionsgewehr wechsle? Ich kann jetzt neue Munition kaufen, dann habe ich wieder genug für Moxys Waffe. Alles mal durchladen hier. Raketenwerfer. Der ist geladen, okay. So, hier ist ja wenigstens alles tot. Schön weit aufmachen. Oh, 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 Alter, das haut aber rein. Alter Schwede. Nein, Mann! Du Kackbratze. Komm schon. Dich kriege ich jetzt aber. Ja, das geht. Das Gift tut ihn so runterschießen. Danke. Was macht der da? Ja, diese Geräusche, die machen. Ey, das hört sich so kacke an. Muss ich mal sagen. Jawohl. Da fliegen die Einzelteile. Oh, er hat was Schönes fallen lassen hier. Und zwar Schutzartefakt, verbessert Schildfähigkeiten. Schildladegeschwindigkeit 21%. Aber ich hab Abklingzeit für mein Geschütz drauf. Naja, noch kann ich es eh nicht tragen. Von daher. Guckt euch mal diesen riesen Stalker an hier, der hier liegt, ey. Okay, wir sind drin. Hier haben wir Zellen. Ludwig müsste in einer dieser Zellen sein. Keine Angst vor den hässlichen Dingern, die in den anderen sitzen. Die kommen nicht an dich ran. Geh einfach weiter zu Ludwig, dann hast du, was du brauchst, um Claptrap zu upgraden und die Todesmauer zu durchdringen. Okay. Bin hier mal gespannt. Alter Schwede, ey. Hoffentlich kommen die nicht raus. Okay. Nix. Oh, eine große Kiste. Nice. Klassenmod für Kommando. Assault Rifle Magazingröße und Schaden. Ich wollte ja mal Assault Rifle spielen, aber ich finde keine guten Assault Rifles. Nehme ich aber mal mit und tu mir das in der Hinterhalt behalten, falls ich mal so ein richtig geiles Assault Rifle bekomme. Teamschilde. Ich spiele alleine. Klassenpsycho, okay. Naja, immerhin. Hier auch noch ein paar Kisten. Geld. Nix. Auch nix. Nö. Okay. Dann geht's weiter. Oh oh. Ein düsterer, dunkler Gang. Noch mehr Zellen, ey. Was hier alles eingesperrt ist, meine Fresse. Ich bin rückwärts gelaufen. Haha. Ich habe nur einmal kurz auf meine Uhr geguckt, bin gegen die Wand gelaufen und dann falsch rum abgebogen. Oh, hier ist Bloodwing gewesen. Hat's doch schön gehabt. Ja. Suchst du Bloodwing? Oh, ich habe sie vor ein paar Stunden verlegt. An einen etwas dramatischeren Ort. Das kann man ja wohl sagen. Bloodwing ist nicht da? Verdammt! Jack verarscht uns.
Warte mal. Da rührt sich was im Observation Wing. Vielleicht haben sie sie dorthin gebracht. Arbeite nicht weiter durch das Reservat vor, Amigo. Nenn mich nicht Amigo, Alter. Hey, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Es ist Fressenszeit. Nein! Ich wusste es doch. Scheiße! Das sind Korrosionsviecher, ne? Dann nehme ich hier mal, was anderes. Badass! Feuerschutz! So. Oh, das ist schon leer geschossen. Ich hatte schon echt ein mieses Gefühl bei so einem Gang, wo so viele Zellen sind mit bösen Viechern da drin. Aber hier in der Tür zu kämpfen geht eigentlich ganz gut. Ah, wo ist der denn hergekommen? Alter, du blödes Viech, ey. Der hat schon gehumpelt, ey. Naja. Ich hoffe, das war's. Nicht schlecht vom Schaden her. Brandschaden verursacht eine Standardexplosion. Homing, die verfolgt. Meine Granate habe ich ja auch schon ein paar Level lang nicht abgegradet. 1081 und meine macht jetzt 856, aber mal 8 gerechnet. Ich nehme die neue. So, aber hier vorne war doch noch so eine Tür, da war doch noch so eine Probe hinter. Hier war das. Kann ich die ja jetzt mitnehmen. Genau. Oh, es sind sogar mehrere. Perfekt. Okay, Slack Sniper. Und noch mehr von den Stalkern. Warum gibt es eigentlich echt so wenig gute Assault Rifles in diesem Spiel? Will man auf Assault Rifles spielen, man kriegt einfach keine. Man kriegt einfach das, was man spielen will, das kriegt man einfach nicht. Nahkampf. Kommt er hier rein? Nee, ne? Aber ich muss da runter, sehe ich gerade. Wow! Hör auf, hier rein zu spucken. Ist aber ein schönes Gebiet hier, muss man sagen. Coole Anlage. Wow! Einfach rein in die Action. So, kommt her. Wenn ihr zu mir wollt, müsst ihr an meinem Geschütz vorbei. Was macht der denn da? Wow! Zyklon? Dreht er sich wie so ein Ochse, ey. Okay. Hat geklappt. Das ist noch so ein Zyklon. Granate! Alter, das dauert aber lange, bis sie hochgeht. Oh, oh, da kommt er wieder. Rumkreisel-Action. Noch einer. So, jetzt aber. Das waren sie alle. Liegt da was? Da liegt was. Ah, noch eine Probe. Nice. Ja. Der ist auch noch da. So, jetzt nicht mehr. Okay. Da vorne links müsste ich ja schon fast da sein dann. Hoffe ich.
Oben lang. Ich habe das Reservat von meinen Leuten bauen lassen, um die volle Verwendung von Slag zu erforschen. Es ist nicht nur ein Typ von Elementarschaden. Wenn man weiß, wie man es benutzt, hat Slag viele Einsatzmöglichkeiten. Interessiert mich nicht. Komm, ey. Du Arsch. Kotzes-Gag. So heißen die. So. Da ist noch so einer. Das ist ein Spucker, kein Kotzer. Ist schon ein Unterschied, ob die jetzt kotzen oder spucken. Da muss man Unterschiede setzen. Level 20, Digga. Geh doch ab. Ja, geil. Alpha. Hallo. Diese Waffe trifft einfach nicht. Boah, da sind das viele, ey. Guck mal, mach mal Geschütz hier hin, damit es ein bisschen schneller geht. So. Zum Glück kann sich das Geschütz nach allen Seiten drehen. Das ist echt praktisch. Ah, das ist ein Badass. Ja, die ist schon nicht schlecht. Geht um einiges schneller, wenn man dann die mal rausholt, wenn da so viele Gegner sind. So, jetzt habe ich gerade mal Zeit, um meinen Skillpunkt zu verteilen. Wäre die Grundausbildung doch auch so einfach gewesen. Ja, echt. Sind das Loader? Nee, Soldaten. Mach mal was anderes. Granate. Ja. Okay, läuft. So, wir können rein in die Anlage. Checkpoint. Während Sie auf Ihre Tests warten, machen Sie sich bewusst, von welchen erhabenen Kreaturen Sie umgeben sind. Machen Sie sich nicht bewusst, dass diese dies überleben werden, falls nicht noch etwas Außergewöhnliches geschieht. Halt doch die Klappe. Aktiviere Kampfmodus. Wow, wow, wow! Ein Beuteloader! Cool, 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 cool! Und er lässt wieder nur Geld fallen, wie immer. Achtung! In Anführungszeichen Freiwillige! Im Anschluss an Ihr Experiment erhalten Sie ein, in Anführungszeichen, Geschenk! Override Abhängigkeit. Es gibt so viele Charaktere in diesem Spiel, die einfach nur Dünnschiss labern, ne? So wie er jetzt auch. Okay. Es ist jetzt hier eigentlich, nur noch da rein. Rette Bloodwing. Ich schau mal auf meine Uhr. Ja, passt noch. Hallo, Bloodwing. Oh, oh. Nee, das ist doch noch nicht hier. Das ist noch um die Ecke. Da muss ich hier noch durch dieses ganze Lagerhaus oder was ist das? Das ist hier hinter der Mauer. Irgendwo. Oder auf dem Dach oder so. Okay, da der Weg doch noch ein bisschen länger ist, mache ich hier doch nochmal einen Cut in der Episode. Dann. Okay, okay. So, bevor der jetzt noch weiter zulabert, bedanke ich mich wieder beim Einschalten, bei euch beim fürs Einschalten. Oh Mann, jetzt bringt er mich hier aus dem Konzept, der Typ. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit der Rettung von Bloodwing. Holen wir uns Mordecais
Vögelchen zurück. Also, haut rein, Leute, und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dann.